Heute gönnen wir uns mal eine wohlverdiente kurze Pause von dem Momo-Mysterium, denn ich möchte heute über etwas anderes reden. Vor einigen Monaten habe ich einmal in einem Video ein ganz besonderes Thema angeschnitten, aber nie wirklich genauer darüber geredet. Und dieses Thema sind die sogenannten Sky Trumpets oder auch Himmelsposaunen, wie sie genannt werden. Grundsätzlich ist es etwas ziemlich Simples, wenn man sich das grundsätzliche Konstrukt vorstellt, denn es geht darum, dass seltsame Töne auf einmal auf der Erde zu hören sind. Doch so einfach das jetzt erstmal klingt, ist die ganze Geschichte viel komplizierter und ziemlich gruselig. Ich habe für euch einmal alle Infos rausgesucht und werde sie euch mal versuchen, so gut es geht, zu erklären. Viel Spaß! Erst einmal, was genau sind Himmelsposaunen? Himmelsposaunen sind Töne, die man ohne Vorwarnung hört. Stellt euch vor, es ist ein ganz normaler Tag, ein Sonntag beispielsweise, und ihr seid draußen, egal ob in der Stadt oder auf dem Land, und plötzlich hört ihr Geräusche. Es klingt wie Trompeten oder halt Posaunen, die aus den Lüften dir entgegenschallen, als ob dort oben irgendwelche Töne gespielt würden durch solche Instrumente. Es klingt auch manchmal so, als wäre es ein Hupen von Autos oder als ob zwei Fahrzeuge gegeneinander krachen würden. Es sind laute Knalle, die auf die Erde hinabschallen. Es sind sehr seltsame Geräusche und häufig sind sie sogar in Verbindung mit Scheiben, die sich vorsichtig bewegen. Sprich, Schallwellen scheinen auf die Scheiben zu gehen und auch auf ihnen einen Effekt zu hinterlassen. Das Seltsame aber dabei ist, dass nicht nur Scheiben davon betroffen sind, sondern auch Menschen selbst. Denn diese Geräusche, die aus dem Himmel uns entgegenkommen, haben scheinbar sehr merkwürdige Eigenschaften auf den Menschen selbst. Denn in mehreren Fällen, wo diese Sky Trumpets aufgetaucht sind, gibt es Beweise, dass Menschen stehen blieben und in den Himmel starrten. Dies klingt jetzt erstmal völlig verständlich, wenn man gruselige Töne hört, doch diese Menschen waren nicht einfach nur verwundert und fragten sich, was dort oben am Himmel ist, wie man es erwarten würde. Sie waren in einer Schockstarre. Viele Leute sagten, dass als sie diese Töne hörten, sie sich nicht mehr bewegen konnten, ihr Blick wie an den Himmel geklebt war und sie das Gefühl hatten, dass irgendetwas Schreckliches jetzt passieren würde. Es sind Aussagen, die extrem beunruhigend klingen, weil die Menschen meinen, sie hätten in dem Moment, wo sie die gruseligen Töne gehört haben, keinerlei Kontrolle über ihren eigenen Körper mehr gehabt. Sie konnten ihn nicht bewegen. Dies ist eine Art der Schockstarre, die extrem seltsam ist, dass sie von einfachen Tönen kommt. Wenn ihr irgendetwas hören würdet draußen, ein seltsames Geräusch, ob so eine Autohupe oder was weiß ich wäre, ihr würdet keine Angst bekommen, ihr würdet nicht in eine Starre verfallen, ihr würdet euch versuchen zu schützen. Selbst wenn ihr Geräusche hören würdet, dass irgendwo eine Pistole abgeschossen wurde, würdet ihr nicht stehen bleiben, sondern vermutlich weglaufen. Doch diese Menschen konnten das nicht mehr. Wenn die lauten Geräusche dann auftauchen, sind sie auch nicht ganz kurz da, sondern sie sind durchgehend da. Für mehrere Minuten sind sie manchmal zu hören und dröhnen immer wieder in scheinbar rhythmischen Abständen auf die Erde hinab. Es ist extrem seltsam. Grundsätzlich kann man sagen, dass diese Geräusche so klingen, als wären sie nicht irdisch, obwohl sie an extrem vielen Orten weltweit mehrfach schon gehört wurden. Und ziemlich häufig wurden sie tatsächlich schon in Deutschland gehört. 2015 gibt es die bekanntesten Fälle. Aus 2015 sind extrem viele Videos aufgetaucht, wo Leute diese Töne aufgenommen haben und zeigten, wie sie sich gefühlt haben. Doch es gab nicht nur 2015 gemeldete Fälle, auch 2013, 14 und auch bis 2017 gab es Fälle, wo Leute gesagt haben, dass sie Sky Trumpets aufgenommen haben. In den Fällen gibt es aber keine klaren und guten Beweise, denn es gibt Dutzende, wenn nicht sogar tausende Videos online, wo man Menschen sieht, die diese Sky Trumpets aufgenommen haben. Allerdings sind extrem viele dieser Videos gefälscht. Also nicht jedes Video, was ihr seht, ist echt. Es gab schon Leute, die zugegeben haben, dass sie Geräusche aus Filmen wie Krieg der Welten genommen haben, um diese Töne zu symbolisieren, weil sie einfach extrem ähnlich den echten Tönen gegenüber klingen. Das heißt, Töne, die extra in Science-Fiction-Filmen genutzt wurden, um Angst zu vermitteln, passen auf diese Töne perfekt zu. Doch neben den paar Fälschungen oder den vielen Fälschungen, die es gibt, gibt es auch extrem viele echte Videos. Videos, die bewiesenermaßen echt sind, wo verschiedene Experten sie sich angesehen haben und alle zusammen zugegeben haben, dass an diesen Videos nichts im Nachhinein verfälscht wurde. Und da stellt sich jetzt die Frage, was ist mit diesen Himmelsposaunen los? Wie können so seltsame Geräusche am Himmel verstehen und gibt es dafür eine logische Erklärung? Zunächst kommen natürlich die Verschwörungstheoretiker mit ihren ganz eigenen Theorien. Eine Theorie, die als erstes kommt und die auch im Grunde den Namen Himmelsposaunen geebnet hat in Deutschland,
sind Leute, die behaupten, dass es etwas mit der Bibel zu tun haben. Sie sagen, dass diese Himmelsposaunen die Apokalypse einläuten. Es gibt Textstellen in der Bibel, die davon reden, dass die Apokalypse oder die Reiter der Apokalypse durch Posaunen aus dem Himmel angekündigt werden. Ich kenne mich da nicht so gut aus, deswegen möchte ich hier nichts Falsches sagen. Aber diese Posaunen sollen nun die Apokalypse auf der Erde, den letzten Kampf zwischen Gut und Böse, der Hölle und dem Himmel einläuten. Und deswegen befürchten viele Leute, dass wenn diese Trompeten aus dem Himmel irgendwann häufiger zu hören sind, das Ende aller Zeiten und das Ende der Welt da ist. Eine andere Theorie, die weniger etwas mit dem christlichen Glauben zu tun hat, ist die der Außerirdischen. Natürlich kann man sofort davon ausgehen, dass es die außerirdischen Geräusche sind oder dass diese Geräusche von irgendwo anders kommen müssen. Doch die Theorie über die Außerirdischen ist extrem interessant. Denn die einen sagen, dass diese Geräusche entstehen, wenn ein gigantisches Raumschiff die Erde besucht, sprich wenn ein gigantisches Raumschiff in die Atmosphäre eindringt. Dabei entstehen diese Geräusche. Andere Leute sagen, dass diese Geräusche durch Scanner passieren, sprich UFOs sind auf der Erde und scannen die gesamte Oberfläche ab, um zu sehen, was es hier gibt, was für Materialien, was für Rohstoffe, was für Menschen gibt es hier oder was für Kreaturen. Diesen Scanner können wir dann als diese Himmelstrompeten wahrnehmen. Andere Leute sagen, dass dies vielleicht eine Warnung der Aliens ist und die Stimme der Aliens, die uns damit sagen wollen, dass wir in großer Gefahr sind. Natürlich alles sehr, sehr weit hergeholt, aber doch trotzdem interessant. Und eine Verlinkung gibt es noch zu den Außerirdischen. Denn ganz häufig, wenn diese Himmelstrompeten auftauchen, berichten Leute, dass sie am Himmel seltsame Wolkengebilde gesehen haben. Sprich, dass gigantische und flache Wolken am Himmel waren, die nicht natürlich aussahen. Hier kommen sehr viele Leute und sagen, dass dies eine Art Tarnmethode für die Außerirdischen ist. Sprich, die Raumschiffe kommen in die Erdatmosphäre und tarnen sich dann mit einer Art Rauchmantel, der für uns so aussieht wie eine Wolke, um nicht erkannt zu werden. Das heißt, sie haben vielleicht vorher unsere Wolken gescannt und können sich nun nahezu perfekt als so eine Wolke tarnen, um dann unbemerkt ihre Scans durchzuführen und sich alles genau anzusehen. Von ihnen kommen dann die Geräusche, die wir häufig aus Wolken wahrnehmen können. Doch wenn man all diese Sachen hört, ob nun die Außerirdischen oder die christliche Theorie, muss man doch davon ausgehen, dass wenn so etwas auf der Erde passiert, es eine naturwissenschaftliche Erklärung dafür gibt. Sprich, dass irgendwelche Experten gesagt haben, dass sie eine Lösung haben dafür, was dort wirklich zu hören ist. Und das Erschreckende bei dieser ganzen Sache ist, dass eben dies nicht passiert. Es gab verschiedene Experten, die sich der Sache angenommen haben, verschiedene Geophysiker, die dies erklären wollten. Und keiner konnte eine Erklärung dafür finden. Viele Leute haben Theorien abgegeben, aber wollten nicht ihren echten Namen nennen, weil sie nicht hinter ihrer Theorie standen, die sie abgegeben haben. Sprich, in den Publikationen wurden keinerlei Namen genannt, aus Angst, dass dies ihren eigenen Ruf beschmutzen könnte. Eine Theorie, die häufig genannt wurde, ist, dass die Geräusche aus der Welt selber kommen, sprich, dass unser Planet Geräusche macht. Dies stimmt auch soweit, dass der Planet durchgehend Geräusche macht, doch diese Geräusche sind durch die menschlichen Ohren nicht auffassbar. Mit Antennen könnten wir sie wahrnehmen, allerdings nicht mit unseren Ohren. Sie sind in einer solchen Frequenzlage, dass wir nicht die Möglichkeit haben, auch nur einen Ton von ihnen zu hören. Das nächste, was viele Leute sagen, ist, dass es in der Erde Steinplatten gibt, die gegeneinander krachen. Krachen nun zwei Steinplatten aufeinander, entsteht ein Ton, der bis in den Himmel geschallt wird und von dort uns entgegenkommt und diese seltsamen Geräusche macht. Es heißt, dass dieser Schall nur im Echo hörbar ist, sprich der Schall kommt von der Erde und wir hören im Himmel quasi nur noch das Echo dieses Schalls. Diese Theorie ist jetzt nicht belegt worden, viele Leute sagen auch, dass die absolut nicht stimmt. Aber es ist ein wenig die letzte Strohhalm-Theorie, der letzte Strohhalm, den man noch versucht zu kriegen, um das Ganze irgendwie logisch zu erklären. Denn im Endeffekt, obwohl dieses Phänomen schon so lange bekannt ist, haben wir keine eindeutige und wirklich bewiesene Lösung. Man muss sagen, dass ganz oft diese Geräusche eine natürliche Ursache haben. Viele Geräusche, gerade die Videos, die aus Großstädten kommen, haben manchmal mit Zügen zu tun, die in der Nähe langgefahren sind oder mit Hochhäusern, wo der Beton arbeitete und deswegen diese Knackgeräusche gemacht haben, die dann im Echo so klangen wie Trompeten. Doch extrem viele Videos kommen eben nicht aus solchen Großstädten. Viele Videos kommen mitten vom Land, wo keine Bahnschienen in der Nähe sind und keine Hochhäuser je gebaut wurden. Und auch dort sind diese Geräusche zu hören. Und eben da stellt sich die Frage, wie können die entstehen?
Mich würde interessieren, was ihr von der Sache haltet. Glaubt ihr, dass bei der ganzen Sache Außerirdische oder irgendetwas Übernatürliches damit zu tun hat? Oder glaubt ihr, es gibt dafür irdische Erklärungen, die wir nur bis heute noch nicht finden konnten? Eure Meinung würde mich extrem interessieren. Ich hoffe, euch hat diese kurze Unterbrechung von Momo gefallen. Wir können ja auch nicht durchgehend davon reden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.